Weil ich so unglaublich arm bin, dass man zu New Vegas irgendwie nicht richtig hinzukriegen, nehme ich das hier zu. Oh, halt, warte. Ziemlich unnötig. Ist nun aber auch egal. Guten Tag oder sowas. Ich wollte schon vor einem Jahrzehnt darüber reden, aber meh, Gameplay schien mir wichtiger. Und zugleich unmoralisch. Nur worüber ich rede, ist vielleicht hilfreich für die, die noch ein Praktikum machen werden oder aus welchem Grund auch immer deren Erfahrungen vergleichen wollen. Nerd. Ich werde das auf meine Weise erzählen. Ich bin gespannt, wer diesmal die Monetarisierung für mein Video beantragt. Hey boy, what a lucky day to make this video. Da ich jemand bin, der sich bei der Arbeit lieber unterordnet, als das Sagen zu haben, es sei denn, es geht ums Editieren, habe ich mich entschieden, lieber zu einem Textildruckladen zu gehen, wo man lieber die Aufgaben aufkriegt. Da ich null Orientierung habe, musste mich meine Mutter am ersten Tag selber hinbringen, damit ich mir 100% sicher sein kann, wo die Arbeitsstelle ist. Was mit Bewerbung ist? Ja, die habe ich gemacht und abgegeben. Shut up. Die Bestätigung, dass ich dort gearbeitet habe, war auch irgendwo. Doch als ich die bei meinem Lehrer abgegeben habe, fehlte laut ihm die Adresse der Arbeit auf dem Blatt. Tja, kann ich nichts machen, wenn bei mir alles in meinem Zimmer, auch als das wahre Bermuda-Dreieck bekannt, verschwindet. Der erste Tag war schon direkt toll und ich bin glücklich, das von mir behaupten zu können. Viele sind ziemlich am Ende unzufrieden mit ihrem Praktikum. Die Chefin war eine ruhige und organisierte Frau, die mit ihrem Mann fleißig in diesem Laden arbeitet. Mit fleißig meine ich fleißig. Sie bewältigen teilweise große Aufträge und das mit weniger als 5 Arbeitern zur Zeit des Videos, wofür ich schon direkt meinen Respekt für die Frau hatte. Sie führte mich kurz rum und zeigte mir, wo alles ist und führte mich auch relativ schnell in das Arbeitsgeschehen ein. Das erste, was ich zu tun hatte, war lediglich Formen entgegen. What is gating? Das geht nur, wenn man die Form erst geplottet hat. And what is plotting? Einfach erklärt. Du designst eine Form auf dem PC, hast dann das Ding, das die Form auf Flex und Flockfolie mit Konturen ruht. Dann kannst du mit diesem Teil, das vermutlich bis zu 200 Grad und höher warm werden kann, die Form auf den Stoff drucken. Jedoch nur, wenn du die Form richtig rum hinlegst, sonst hilft da jede Hitze nicht. Ich fühlte mich ziemlich wohl, während ich dort gearbeitet habe. Wenn ich nicht wusste, was ich tun sollte, wurde mir geholfen und ruhige Atmosphäre herrschte auch fast stetig. Das war allgemein schon alles, was zu tun war. Pausen waren auch ziemlich cool geplant. Man konnte Pausen machen oder durcharbeiten, wenn man mochte. Natürlich konnte man nicht arbeiten, wenn es um echt zu tun gab. Und man konnte natürlich auch nicht ewig Pause machen, sonst hast du nichts von, ne? Der Name des Ladens ist übrigens auch lustig. Der Name lautet... Ein Link zu deren Seite wird in der Beschreibung stehen. Nein, das ist nicht gesponsert. Ich mache das freiwillig. Shut up. In der zweiten Woche kam eine Auszubildende vorbei, mit welcher ich mich nach einiger Zeit auch unterhielt. Sie war relativ nett und man konnte gut mit ihr reden. Daher blieb die Atmosphäre relativ gleich. Ich durfte sogar selber was am PC designen. Auch wenn es relativ kleine, aber langwierige Dinge waren, wie das Erstellen einer Speisekarte und Logo mit Vektoren verbessern durfte, damit die Form auch beim Entgittern passt. Aber es ist nicht nur herumsitzen, sondern muss hin und wieder auch Schilder waschen oder Plastik von riesigen Platten abziehen. Mag nicht schwer klingen, aber wenn es riesige Teile sind, musst du darauf achten, das Plastik nicht zu fest abzuziehen, um jeden Schaden zu vermeiden. But you're fucking weak in arms. You can only break assault sticks. Ach ja, der Plotter und Drucker sind extremst laut. Stellt euch mal mindestens 3 bis 5 Stunden am Stück diese zwei Teile vor. Nahezu auf Dauerlauf. Mehr oder weniger war das in etwa meine Erfahrung. Ja, ich musste auch Shirts bedrucken. Danke dafür, dass du zugehört hast, wie ich unkoordiniert und unorganisiert erzählt habe, wie ich mein Praktikum ablief. No idea how well your videos do when you put PewDiePie in the title, man. Jesus Christ. It's essentially the best thing for PewDiePie. He just has to put his own name in the fucking title and he'll get 10 million views. Oh, that is me. But it's him Ach ja, sie haben eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn wollte ein Video von mir mit einem Daumen runter bewerten. Er hatte keinen Google-Account.
Ha.